Hi und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, wir suchen gerade die ganzen Zusatz-DLC-Kostüme und ich habe ein paar markiert. Hier sind die Gefängnisruinen, da dürfte laut Rätsel ziemlich sicher ein Teil sein, da wo Menschen eingesperrt wurden. Okay, offensichtlich. Da wo viele Menschen waren oder sich viele versammelt haben, ich habe mal den Zentralplatz markiert und vielleicht die umliegende Stadtruine, wer weiß. Und ich habe hier noch eine kleine Ruine und hier oben noch eine kleine Ruine, die nicht markiert ist. Und vielleicht war das so eine Art Marktplatz oder irgendwas, weil es heißt auch da, wo Handel betrieben wird. Und ich habe sonst keinen Marktplatz gefunden und da die anderen beiden Punkte vermutlich in der Nähe des Schlosses sind, habe ich mir gedacht, vielleicht, ne, könnte ja sein. Auf der Insel habe ich mich auch umgesehen, aber da sind keine Strukturen, nur Bäume, keine Ruinen und nichts. Deswegen weiß ich nicht. Wir schauen mal. Wir laufen mal hier ein bisschen. Naja, gut. Schauen wir uns einfach mal um. Ich habe die Midnas Maske auf, denn die wird uns ein bisschen vor antiker Kraft schützen. Und das können wir hier brauchen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir in die Gefängnisruinen kommen, unbemerkt. Indem wir hier durch den Wald segeln. Bam. Los geht's. Okay, da vorne, das dürfte sie sein. Oh, da ist ein aktiver Wächter. Okay. Ich habe keine Angst vor aktiven Wächtern. Ich habe noch 2 Pfeile, mehr nicht mehr. Ich muss jetzt, Leute, leider, ich würde gern den Helm aufbehalten, weil ich es cool fände. Aber ich muss jetzt den Helm aufsetzen wegen dem Set-Bonus. Weil dann machen antike Waffen mehr Schaden. Und dann können wir den Kerl mit einer Dreier-Pfeil-Kombo ins Auge sofort lahmlegen. Und das ist schon super effektiv, weil die sind eigentlich echt problematisch, die Kerle. Die halten eigentlich echt was aus. Aber der nicht mehr. Okay. Suchen wir mal den Schatz. Da hinten leuchtet schon was. Sag bloß, das ist es schon. Dann wäre es sehr leicht zu finden. Ich glaube es ja fast nicht, tatsächlich. Ich glaube, das ist sie. Ja, wir haben sie. Ha, easy. Das war mal leicht. Tingles Hemd. Dieses Hemd gehörte einem Junggesellen, der sich für eine Fee hielt und deshalb immer grün trug. Wenn du es verkaufst, bekommst du es nicht mehr zurück. Ich bin gespannt, was das für ein Set-Bonus bringt. Okay, das war schon mal leicht. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger, weil jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Steinbruch ist es wahrscheinlich nicht, aber hier irgendwo Zentralpalatz oder so, Palatz, könnte sich das nächste Ding befinden, aber das ist jetzt wirklich im Dunkeln tasten, eigentlich relativ, bin mir echt nicht sicher. Wir schauen mal, wir finden es raus, wir finden alles raus. Wenn wir nur an uns glauben, können wir alles rausfinden, was wir wollen. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, das Krok-Rätsel habe ich noch nicht gelöst, ich glaube, das mache ich mal noch, wenn wir schon hier sind. Rätsel ist fast ein bisschen viel gesagt, oder? Aber es sind so kleine Krok-Rätselchen. Es sind so versteckte Dinger. Wenn man sie sieht, weiß man meistens gleich, was zu tun ist. Andererseits, es ist ja auch cool, weil einem wird nie gesagt, dass man das tun soll. Es ist nur einfach so auffällig, dass man sich denkt, okay, irgendwas ist hier, was muss ich hier tun? Und dann fängt man an, rum zu experimentieren und so kommt man drauf. Und dass die Rätsel, ohne dass einem etwas gesagt wird, so offensichtlich gezeigt werden, dass man gleich intuitiv weiß, was man tun muss, ist schon eine hohe Kunst. Der Spielerführung. So. Dann müssen wir uns noch irgendwo hier. Oh, oh, hat mich da hinten einer gefunden, zufällig? Ich glaube schon. Nein, das wollte ich nicht. Oh, das war jetzt bitterlich daneben geschossen. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ärgert mich gerade. Aber gut, hilft nichts. Masterschwert aus der Tasche gezogen. Und dann werden wir mal die Beine stutzen. Kämpfen wir oldschool gegen die. Ohne antike Pfeile. Machen wir es eben so.
Moment, Moment. Na also. Na also. Halb so wild. Gut, da ich jetzt keine antiken Waffen mehr benutze, können wir auch Midnas Maske wieder aufsetzen. So. So, mal schauen. Ich hätte jetzt gesagt, dass der irgendwo hier sein müsste. Oh oh. Erstmal wieder entbeinen. Ah, dem fehlt schon ein Bein da hinten. Okay. Okay, irgendwie hat der gerade Probleme. Ich glaube, den schmeißen wir um. Haha. Der arme Kerl. Total wehrlos liegt er da. Ah, die Teile können wir so gut brauchen. Ah, herrlich. Höh. Was ist denn jetzt los? Gerade hat es noch funktioniert, dass ich das Auge von hinten erschieße. Ich meine nicht, dass es mich wirklich großartig stören würde, aber... Mach auf. Rasch. Dann halt nicht. Zentralplatz. Hier sind doch viele Leute am Zentralplatz. Hier könnte man meinen... Hätte er dann auch den Schatz versteckt. So. Das Schlimmste haben wir. Oh, ich habe keinen Bogen mehr. Das ist schlecht. Puh, das war letzte Sekunde. Und er ist kaputt. Oh, da war sogar ein Riesenkern mit drin. Ah, das ist super. Wir können uns so viel coole Ausrüstung machen, wenn wir jetzt dann wieder in das antike Labor gehen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Schatzkiste finden. Das ist ja wirklich ein wild guess. Also ich habe wirklich keine Ahnung... Ob das stimmt. Wir müssen vielleicht nachher noch mal kurz nachlesen. Aber ich denke schon, dass es hier irgendwo ist. Ach, muss es ausgerechnet jetzt zu regnen wieder anfangen. Fängen. Ah, verrostete Waffen. Ich hasse euch. Führen mich wieder in die Irre. Also hier am Hauptplatz scheint keine Truhe zu sein. Okay. Rivalis Sturm ist bereit. Rivalis Sturm ist bereit. Okay. Hm. Ich kann jetzt im Grunde wirklich nur hier die Ruinen erkunden, durchkämmen. Und hoffen, dass wir irgendwie drüber stolpern. Aber es kann auch sein, dass ich komplett falsch gewickelt bin und dass es hier überhaupt nirgends ist in der Nähe. Ich weiß es nicht. Das ist schon ein sehr großes Gebiet. Ich hätte eigentlich schon immer gedacht, dass die das ein bisschen mehr eingrenzen in ihren Hinweisen. Ja, hier sind ganz viele so kleine Truhen, voller Gerümpel, aber nix. Nix DLC-iges.
müssen wir vielleicht die Map nochmal genauer studieren, weil jetzt könnte das Ding wirklich überall sein. Und ich glaube fast nicht, dass die das wirklich auf so ein Riesengebiet eingrenzen. Haben die bis jetzt noch nicht gemacht, zumindest. Ah. Die Stationären sind ja quasi harmlos, fast. Weil ich meine, der erste Tipp war eben das Gefängnis. Und das Gefängnis war recht offensichtlich. Also da, wo Leute eingesperrt werden. Das ist relativ offensichtlich. Aber da, wo sich Leute versammeln, und es ist nicht der Marktplatz, dann weiß ich es wirklich nicht. Dann weiß ich es wirklich nicht. Ich schaue jetzt nochmal schnell in die Richtung, weil da sind zwei Ruinen, die mir nicht beschriftet angezeigt werden. Jetzt weiß ich nicht, sind das noch Teile von dieser Stadt einfach? Oder was ist hier? Hier ist zumindest irgendwas Großes, Metallisches. Eine Tür. Und unter der Tür ist ein Krogstein. Wetten? Ja. Danke. Ach, komm schon, ohne Witz. Größere Probleme, nämlich irgendein Wächter da hinten. Guck. Au, was war denn das? So. Jetzt haben wir ihn in der Falle. Oh oh, die Master-Schwert-Macht neigt sich zu Neige. Neigt sich zu Ende. Dann müssen wir jetzt mal was anderes nehmen danach beim nächsten Wächter, der uns über den Weg läuft. Super coole Wächterteile können wir hier farmen, so nebenbei auf der Suche. Das ist ganz cool. So, genau da hinten habe ich die erste Markierung gemacht. Da läuft schon der nächste Wächter rum. Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Hätte ja sein können. Hätte doch sein können. Das hier sieht auch nicht aus wie ein Marktplatz so richtig, oder? Haha! Zwei Schläge von dem reichen auch, um ein Bein zu zerstören. Das heißt, wir können ihn auch relativ lang jetzt hier am Boden halten. Oh, außer ich hau daneben. Das Schwert der Weisen ist zerbrochen. Machen wir weiter mit dem da. Ah ja, wir haben ihn schon. Perfekt. So viele antike Sachen. Das ist schön. Ach, du auch noch. Hau ab. So, nicht die Waffe vergessen. Neue Waffe ziehen. Oh mein, dieses Chimären-Großschwert ist so krass. 98 Schaden. Das will ich gar nicht benutzen. Ich benutze einen Besen. Ich weiß es ja auch nicht. Ich rate ja auch nur. Okay, wir müssen uns nochmal, wir müssen nochmal nachschauen im Tagebuch. Jetzt pass mal auf. Also, ein Teil einst, genau, an der einst der Handel blühte. Wo blühte einst der Handel? Kathedrale von Hyrule. Nö. Hyrule Stadt, Wachturm.
Ruinen von Hyrule Stadt. Zentralplatz. Ich hätte halt wirklich gesagt, der Zentralplatz. Ich glaube, ich schaue noch mal zum Zentralplatz. Da blühte doch der Handel. Wo denn sonst? Wir haben hier sonst nichts. Da sind Ruinen, da war ich noch nicht. Da könnte man mal hinschauen, was das eigentlich ist. Okay, machen wir. Ich markiere es mal. Da das Gleiche müssen wir auch mal anschauen. Uns. Stallruinen. 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 Überall nur Stallruinen. Bodenloser Sumpf. Wälder. Ja, eben hier ist kein Markt. Und das nächste Rätsel ist aber noch blöder irgendwie, finde ich, weil da heißt es dann, jetzt passt auf, Teil 3. Und ein Teil ist in den Ruinen, ach so, eines Dorfes neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. Ach so, den ersten Teil habe ich letztes Mal gar nicht gelesen. Moment mal, ein Teil ist in den Ruinen, an denen einst der Handel blühte. Okay, nee, aber da ist nicht mehr. Ist in den Ruinen eines Dorfes neben den Feldern. Die Ruine eines Dorfes neben den Feldern. Wo sind die Felder? Hier ist die Möwendorf-Ruine. Neben der Farmruine. Was ist denn das für ein komisches, viereckiges Ding? Muss ich mir auch mal anschauen. Aber vielleicht wirklich die Möwendorf-Ruine müsste man vielleicht mal durchsuchen. Das könnte sein. Ich weiß nicht genau, was neben den Feldern heißen soll. Vielleicht Farm? Aber den Zentralplatz will ich mir jetzt auch noch mal anschauen. Wenn wir jetzt hier schon mal alle Wächter ausgeräumt haben, das müssen wir nutzen. Oh, ups, das wollte ich nicht. Ha, buddelt der sich wieder im Boden. Und ich schieß voll daneben. Zentralplatz, ich komme! Irgendwo am Zentralplatz. Oder wo sich früher viele Menschen versammelten. Wo soll das denn sonst sein, eigentlich? Das müsste doch wirklich hier irgendwo sein. Wo waren denn sonst viele Menschen, wenn nicht hier in der Stadt? Am Zentralplatz. Nee, Quatsch, es ist ja, wo der Handel blühte. Aber eben, wo blühte denn der Handel sonst, außer hier am zentralen Platz? Hier war doch der Marktplatz. Oh, vielleicht sollte ich was anderes nehmen als den Mob. Ich meine, der Mob ist ziemlich witzig und so, aber... Oh nein! Ah, come on! Ah. Wenn sie einem einmal haben in dieser Schuss-Kombo, dann werden die echt brenzlig, nämlich. Wenn man nicht ausweichen kann und dann liegt man am Boden und dann laden sie schon wieder den nächsten Schuss. Das ist echt gefährlich. Da kann einen oft nur... ein beherzter Sprung in die Luft retten. Mist, der ist schon kaputt. Combo Breaker! Okay. Zumindest läuft uns jetzt erstmal nicht mehr weg. Der ist verwirrt. Er ist sehr verwirrt. So verwirrt. Ist er jetzt kaputt? Ich glaube schon, oder? Na gut. Na gut. Dann laufe ich jetzt hier mal die einzelnen Ringe ab. Glaube ich. Weiß nicht, was ich sonst tun soll. Außer Ringe ablaufen. Und hoffen. Wir laufen Ringe ab und hoffen und hoffen. Wir hoffen Ringe ab und laufen oder so. Hm.
Aber das ist so ein Riesengebiet, das ist so hoffnungslos. Das ist so hoffnungslos. Das kann doch nicht so gedacht sein. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Oder es ist zu groß. Ich kann es einfach nicht glauben. Oh Gott. Na komm her damit. Her mit deinem Loot. Da ist eine Schatzkiste drin. Da will ich hin. Auch wenn es natürlich nicht die Schatzkiste ist. Aber es ist eine Schatzkiste. Und wir müssen uns dringend heilen. Mein Gott. 50 violette Rubine. Nein, nur ein violetter Rubin. 50 violette Rubine wäre ziemlich cool. Ich esse einfach mal ungefähr 50.000 Äpfel oder so. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Äpfel essen ist fun. Und damit es nicht so eintönig wird, essen wir noch ein paar Pilze dazu. So. Danke. Wo könnte der denn nur sein, wenn er denn überhaupt hier ist? Überall könnte er sein, das ist ja das Problem. Überall. Ich durchsuche jetzt noch hier diese Ruinen da links und dann müssen wir was anderes versuchen. Dann schauen wir erstmal zu dem anderen Dorf. Leider auch nichts. Ein paar andere Truhen haben wir gefunden, auch nicht schlecht. Bisschen Kohle. Ein paar Rubine. Finde ich ja gut. Aber leider nicht das, weswegen wir hier sind. Schade. Naja, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier mal die Folge. Und ich schaue mich jetzt einfach noch ein bisschen um. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas finden können oder nicht. Ich sage euch Bescheid. Sobald ich was gesehen habe, nehme ich das nächste Video auf. Und wenn nicht, dann bin ich verzweifelt und weine. Ich schaue noch ganz kurz genau hier hin. Hallo. Ich frage mich immer, warum sind die hier? Was verbergen die? Das ist alles so open-worldig. Die bewirken gar nichts im Grunde. Die stehen hier vor irgendwelchen Treppen und... Aber ich kann einfach außen rum gehen. Was hindert mich denn dran, außen rum zu gehen? Ich verstehe euch nicht. Und dann denke ich mir, vielleicht stehen die da, damit die Truhen, die Schatztruhen verbergen. Aber nee, tun sie nicht. Die stehen da einfach nur so rum, nutzlos. Leider. Naja, gut, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.